Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Die Pinion MGU war das Thema der Eurobike 2023. Alle sind sich einig, kombinierte Motor-Getriebe-Lösungen sind der E-Bike-Antrieb der Zukunft. Eine teure Zukunft allerdings, denn das günstigste Bike mit einer Pinion MGU kostet 6.000 Euro. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass ihr das Ganze auch für die Hälfte haben könnt? Für 3.000 Euro? Ich mir auch nicht. Und deswegen überprüfen wir das jetzt mal. Hinter dem eher kryptischen Namen B-Twin LD920E verbirgt sich zunächst ein recht unscheinbares Fahrrad. Es hat die ähnliche Ästhetik wie der kleine Bruder, das LD500E, das nochmal die Hälfte kostet. Was dieses Rad aber von diesem Bike und von allen anderen Fahrrädern von Decathlon oder auch von den meisten anderen Herstellern unterscheidet, ist die Motorgetriebeeinheit. Alles in einem Paket und Decathlon verbindet das dann auch noch mit vielen anderen Technik-Schmankerln. Bevor wir in die Details einsteigen, ein Hinweis. Wenn ihr jetzt im Laufe des Videos so richtig heiß werdet auf dieses Fahrrad, dann nutzt gerne mal die Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Und dieses Bike ist mit 3.000 Euro zwar verhältnismäßig günstig, aber absolut gesehen sind 3.000 Euro ganz schön viel Geld. Und da könnte dann eine Fahrrad- oder E-Bike-Versicherung nützlich sein, zum Beispiel von Helden.de. Helden.de ist eine Versicherung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst transparente und faire Versicherungen anzubieten. Und sie haben eine Hausratversicherung, verschiedene Haftpflichtversicherungen und auch, und das ist dann für euch wahrscheinlich besonders interessant, eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und das Coole an Helden.de ist, sie haben auch einen Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, bekommt ihr einen Helden-Code. Und den können dann eure Freunde, eure Verwandten dafür nutzen, um jedes Jahr bei ihrer Versicherung Geld zu sparen und ihr bekommt dann auch noch etwas zurück. Wenn ihr also jetzt eine Versicherung bei Helden.de abschließen wollt, dann nutzt gerne mal den Link in der Videobeschreibung oder den Heldencode RBND4, um jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf eure Versicherung bei Helden.de zu sparen. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radlbande. Und wir gehen jetzt auf die Geometrie ein. Den Rahmen des LD29E gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen und in drei verschiedenen Rahmengrößen. Und ich habe jetzt mit 1,96 Meter die Rahmengröße XL bekommen. Und wenn ich jetzt hier draufsteige, dann sitze ich da drauf, als wäre das ein klassisches Herrenfahrrad. Ach, es ist ein klassisches Herrenfahrrad. Auf jeden Fall haben wir hier einen klassischen Diamantrahmen mit einem gerade verlaufenden Oberrohr, verhältnismäßig schlanken Rohren und dann diesem richtig fetten Unterrohr, das den riesigen Akku beherbergt. Und obwohl der Akku so integriert ist, lässt er sich verhältnismäßig einfach entnehmen. Mit diesem Schlüssel hier. Einfach das leicht zu findende Loch aufsuchen, Schlüssel rein und dann den Akku rausnehmen. Und der lässt sich dann auch dank des Griffs hier oben sehr einfach tragen. Obwohl er so schwer ist. Und das Coole ist, wenn man den Akku wieder reinsetzen möchte, muss man nicht mit zwei Händen hantieren und dem Schlüssel, sondern man nimmt das Rad, den Akku und setzt ihn einfach rein. Das könnte so einfach sein. Der Rahmen ist insgesamt sauber verarbeitet, hat schöne Übergänge und einige kecke Rohrformen und verbindet somit eine gewisse Eleganz und einen gewissen minimalistischen Ansatz mit einer trotzdem hohen Alltagstauglichkeit. So ist hier ein klassischer Gepäckträger verbaut, der 27 Kilogramm tragen kann und somit nicht nur für Packtaschen geeignet ist, sondern auch offiziell für die Mitnahme eines Kindes mit einem auf den Gepäckträger montierten Kindersitz. Hier ist ein Speichenschloss verbaut, in das sich auch eine Einsteckkette einstecken ließe. Allerdings ist das leider nicht der gleiche Schlüssel wie für das Akkusteckfach. Hier an dieser Stelle sind Ösen für einen Flaschenhalter oder die Aufnahme eines Faltschlosses. Hier ist ein Schutz, um die Kette vor bösen, gemeinen, dreckigen Hosenbeinen zu schützen. Moment. Und hier ist eine Federung. Ähnlich wie bei Cannondale in den 90ern. Und niemand hat was gegen Cannondale. Decathlon hat sich sogar mit Vittoria zusammengetan, um einen eigenen Reifen zu entwickeln, den E-Randonneur. Der hat ein 3 mm starkes Nylonband als Pannenschutz da drin, ein eigenes Profil
und nutzt die Graphen 2.0 Gummimischung, die auch in den sportlichen Reifen von Vittoria zum Einsatz kommen. Aber hier oben fängt der Spaß erst so richtig an, denn das hier ist ein Smart E-Bike. Das heißt, ihr könnt euer Smartphone mittels der Decathlon Mobility App mit diesem Fahrrad koppeln und dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, euer Fahrrad per GPS-Tracker immer wieder zu finden. Dann könnt ihr auch Statistiken abrufen, ihr könnt Informationen über euer Fahrrad und ein Profilbild teilen. Du kannst eine Unfallerkennung einschalten, das Fahrrad als gestohlen melden und findest hier in der App einige Punkte zu FAQ und Problembehebung. Und du kannst auch sogenannte Geozäune einrichten, mit denen du benachrichtigt wirst, wenn das Fahrrad einen Geozaun verlässt. Also eine ziemlich umfangreiche App. Wenn man das Fahrrad einschaltet, dann begrüßt es einen erstmal mit dem Decathlon-Logo und dann geht es um die Bedienung. Die Bedienung ist sehr intuitiv. Es wird alles im Grunde über diese kleine Bedieneinheit gesteuert. Mit den Rauf- und Runter-Tasten schaltet man durch die verschiedenen Unterstützungsstufen, von denen es 3 Stück gibt. Und dann gibt es hier oben den Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten. Auch schön, wie der Scheinwerfer hier integriert ist. Und diese kleine gelbe Taste hier unten. Das ist die Hupe, die in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt ist. Deswegen gibt es hier auf der Seite auch eine klassische Klingel, die allerdings auch nicht viel lauter ist als die Hupe. Besonders wird es dann aber hier mit diesem Joystick. Mit links und rechts kann man durch die wichtigen Informationen schalten, also Geschwindigkeit, Akku, Reichweite und Tourstrecke. Und wenn man den Joystick nach oben oder unten drückt, dann verstellt man die Trittfrequenz. Denn hier gibt es keinen Gangwählhebel irgendwie auf der rechten Seite, sondern die rechte Hand muss nur bremsen und klingeln. Aber wie geht das? Der Owuru-Motor im B-Twin LD29E hat eine CVT, eine Continuous Variable Transmission, und unterscheidet sich damit am deutlichsten von der Pinion MGU, die mit einem klassischen Getriebe mit Gangsprüngen kommt. Dieses Prinzip der CVT kennt man am ehesten von irgendwelchen älteren Motorrollern, also nicht unbedingt den mit Elektromotor, sondern mit klassischen Verbrennermotor, die genau wegen dieses CVT dieses schreckliche Geräusch haben. Denn die Übersetzung ändert sich kontinuierlich, abhängig von der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit und deiner gewählten Trittfrequenz, und versucht bestmöglich auf diesem optimalen Level, auf dieser optimalen Trittfrequenz zu bleiben. Hier hinter befindet sich der Owuru-Motor. Der wurde von E2 Drives entwickelt und deren Gründer arbeiten schon seit 2012 an diesem Prinzip. Sie wurden zwischendurch von Decathlon aufgekauft und haben jetzt gemeinsam dieses Fahrrad hier auf die Straße gebracht. Dieses Gehäuse ist ziemlich groß, denn hier drin befindet sich ein Planetengetriebe, 2 Elektromotoren, 2 Riemen, eine Platine und 8 Sensoren. Nehmen wir das hier mal ab. Hinter dieser Abdeckung und erst recht hinter diesem Motorgehäuse ist wahnsinnig viel los. Wenn du hier trittst, dann wird die Kraft über einen Riemen zu einem Planetengetriebe geleitet und verschiedene Sensoren messen dann die gefahrene Geschwindigkeit, die Trittfrequenz sowie die Kraft, die du aufs Pedal trittst. Ein Motor dreht dann das Planetengetriebe in der Geschwindigkeit, wie deine Wunschtrittfrequenz sein soll, und spricht über die Elektronik mit einem zweiten Motor, der dann den Hauptantrieb bildet und die Kraft hier zu diesem kleinen Ritzel bringt. Und über dieses kleine Ritzel, den eigentlichen Antrieb, wird es dann nochmal über das Hauptkettenblatt geleitet, über diese beiden Spannröhrchen, hinten zu dem Antrieb. Und das Ganze wird 20.000 Mal in der Sekunde überprüft. Und dieses CVT-Getriebe arbeitet zum Beispiel auch deutlich anders als eine Enviolo und ist nahezu verlustfrei. Decathlon spricht davon, dass der Motor bis zu 600 Watt Spitzenleistung hat, bis zu 375% unterstützen kann und 120 Newtonmeter Drehmoment aufbringen kann. Er ist hier allerdings in dieser Version auf 65 Newtonmeter begrenzt. Allerdings ist durch diese Bauart auch die Bandbreite der Schaltung begrenzt mit 265%. Aber das alles ist nur Blabla, wenn man nicht weiß, wie es sich fährt. Und ich muss sagen, ziemlich gut. Und es ist interessant. Es fährt sich anders als jedes andere Rad, was ich bisher gefahren bin. Wir machen mal einen Beschleunigungstest. Die Bandbreite der Trittfrequenz reicht von 40 Umdrehungen pro Minute bis 90 Umdrehungen pro Minute. Und das Optimum ist natürlich irgendwas so bei 70 Umdrehungen pro Minute. Und das stellen wir jetzt mal ein, sind jetzt in der höchsten Unterstützung im Turbo-Modus und geben mal Gas. Und zack, 27 km/h. Das geht echt rasend schnell. Es fühlt sich so ein bisschen weicher an als bei anderen Fahrrädern. Ein bisschen so tatsächlich wie ein normales Fahrrad,
mit einem Riemen, wo der Riemen vielleicht nicht hundertprozentig korrekt gespannt ist. Vielleicht kann man das so vergleichen. So, ich schalte mal nochmal in eine etwas langsamere Trittfrequenz. Vielleicht so 65 oder 60 Umdrehungen pro Minute. Und dann merkt man sofort, wie die Trittfrequenz angepasst wird. Es wird etwas langsamer. Und wenn man wieder erhöht, dann erhöht sich auch schnell die Trittfrequenz. Gerade beim Beschleunigen kriegt dieses Prinzip hier hin, wirklich konstant die Trittfrequenz beizubehalten. Der Motor unterstützt sehr gleichmäßig, zieht einen sanft und doch kraftvoll nach vorne und macht insgesamt ein sehr angenehmes Geräusch. Man hört dadurch, dass da halt fünf Zahnräder sind, hört man den Kettentrieb ein bisschen, aber das lässt sich halt auch schwerlich vermeiden. Wir sind jetzt hier am Jerusalemsberg und machen jetzt gleich den Hochfahrtest. Ich habe hier meine Kameratasche, ich habe hier meinen Red Rebane Rucksack, beides am Gepäckträger verstaut. Das kommt lange nicht an die 27 Kilogramm dran. Aber ich bin ja auch nicht super leicht und deswegen wollen wir mal gucken, wie schnell uns das Rad jetzt da hochbringt. Trittfrequenz von 65 Umdrehungen pro Minute, nicht zu viel Kraft aufs Pedal. Also auch das Langsamfahren gelingt sehr gut mit dem Motor. Offenbar ist die Abfrage der Watt, die man selber reintritt, sehr angenehm gestaltet. Und er will ja nicht die ganze Zeit so brachial nach vorne pushen, wie das bei so manchem Hecknabenmotor der Fall ist. Wir sind jetzt bei 20 km/h, hohe Trittfrequenz, 17 km/h, nicht zu viel Kraft auf dem Pedal. 16, 17 km/h. Die Trittfrequenz ist die ganze Zeit gleich geblieben. Also er hat nicht nachgezogen, sondern auch wenn ich mehr Kraft brauchte und mehr Kraft aufs Pedal gegeben habe, konnte er trotzdem die Trittfrequenz gleich halten. Das klappt ziemlich gut. Bislang bin ich auch nicht in die Bredouille gekommen, dass irgendwie ich ans Ende der Bandbreite gekommen wäre. Aber das probieren wir jetzt mal, wenn wir den Jerusalemsberg wieder runterfahren und die Trittfrequenz auf 40 Umdrehungen stellen. Und wir gucken dann mal, ab welcher Geschwindigkeit die Trittfrequenz dann doch schneller wird. Und los. So, wir sind jetzt bei 25 km/h und das ist immer noch sehr langsam. Ja, knapp über 25, 26 km/h geht es tatsächlich los, dass er dann die Trittfrequenz von 40 Umdrehungen pro Minute nicht mehr halten kann, sondern die dann deutlich schneller wird. Aber auch hier bei dieser 40er Kadenz gerade hat der Motor überhaupt keine Probleme, uns auf 25, 26 km/h zu halten. Erst recht nicht im Flachen, aber da ist natürlich dieser Effekt, dass man so ein bisschen unrund tritt, noch mal stärker. Jetzt machen wir den Test mal genau andersrum. Wir gehen in die höchste Trittfrequenz und gucken mal, ab welcher Geschwindigkeit er diese 90 Umdrehungen pro Minute nicht mehr halten kann. 16 km/h, und ich trete sehr schnell, wie ihr das sehen könnt. 15, 16 km/h ist die Grenze, wo er dann die höchste Trittfrequenz in niedrigeren Geschwindigkeiten nicht mehr halten kann. Das ist so die Bandbreite, auf die ihr euch einstellen müsst. Der Optimalbetrieb solcher Fahrräder ist natürlich dann bei ganz normaler Fahrt. Und da fährt das Rad echt gut. Der Lenker ist verhältnismäßig schmal, schmaler als man das zum Beispiel vom Mountainbike kennt, aber etwa so breit wie bei den meisten anderen Alltagsrädern. Wenn man jetzt hier so ein bisschen in die Kurve geht, dann merkt man, dass die Reifen einen guten Grip haben. Gerade im Trockenen, jetzt ist das so ein bisschen mattig auf der Straße. Ja, und cool ist natürlich, anhalten zu können und sich nicht ums Schalten kümmern zu müssen. Und hier über Kopfsteinpflaster macht das Rad einen ziemlich guten Job. Es fährt sich entspannt rüber. Die Reifen, die walken gut und auch die vordere Federung, die nimmt so die gröbsten Schläge raus. Das Rad ist ansonsten aber ziemlich direkt abgestimmt. Aber ich muss sagen, die Sitzposition ist trotzdem angenehm. So ein Mittelding aus gemütlich und entspannt und sportlich. Über solche Kanten kann man auch entspannt rüberfahren. Ja, hier so ein bisschen matschig, aber auch das ist kein Problem für diesen Reifen. Das ist halt ein klassischer Tourenreifen, der viele Sachen hinbekommen soll. Und dann machen wir gleich noch den Bremstest. Und wir bremsen da vorne bei dieser Asphaltkante und okay. Das war vielleicht ein bisschen unfair, weil der Boden ist hier rutschiger, als ich gedacht habe. Jetzt hat es leider die letzten Tage die ganze Zeit und immer geregnet. Also Bremskraft ist definitiv da und die Bremshebel haben auch eine gute Länge, eine gute Größe, um auch mit drei Fingern bremsen zu können. Die Bremsbetätigung ist schön leichtgängig und es lässt sich auch leicht modulieren. Wir gucken nochmal, ob es hier etwas weniger rutschig ist. Da vorne bei den Gullis.
deutlich besser. Also bei trockenen Verhältnissen hat man zwar immer noch einen recht langen Bremsweg, einfach weil das Fahrrad nicht so schwer ist und die Reifen verhältnismäßig schmal sind. Ich würde vielleicht für etwas mehr Grip, sowohl beim Bremsen als auch während der Fahrt, noch mal etwas breitere Reifen bevorzugen. Die dürften hier auch reinpassen. Also die CVT, die funktioniert angenehm. Die Bandbreite ist nicht riesengroß, aber wahrscheinlich für die meisten Leute ausreichend. Viel auszusetzen habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem mal 3 Plus- und 3 Minuspunkte gesammelt, um das Fahrrad mal so ein bisschen einzuordnen. Wir gehen mal zurück ins Studio, dass ich das jemals sagen würde. Sprechen wir jetzt mal über die Punkte, die mir gefallen haben und die mir nicht gefallen haben. Und wir beginnen mit den 3 Pro-Punkten. Die Verarbeitungsqualität bei diesem Rad ist richtig gut. Die Lackierung ist sehr sauber, die ist widerstandsfähig, auch die Rohrform und die Verbindung der Rohre, das ist alles richtig gut gelöst. Der zweite Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist der leise und kräftige Schub des Motors. Man stellt einmal die Trittfrequenz ein und dann hält er auch die Trittfrequenz zuverlässig über das komplette Geschwindigkeitsband. Der Motor schiebt deutlich stärker, als es die 65 Newtonmeter vermuten lassen würden. Es ist kein Fahrrad für Sportler, definitiv nicht. Aber wenn man entspannt irgendwo ankommen möchte, dann ist das genau das richtige Bike. Und der dritte Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist das Understatement und die Alltagstauglichkeit. Das Design ist sehr zurückhaltend und sieht wirklich aus wie ein klassisches Herrenfahrrad, ist dadurch auch nicht unbedingt irgendwie das Ziel von irgendwelchen Dieben, die was super Hochwertiges suchen, die irgendwas klauen wollen, sondern das sieht auf den ersten Blick aus wie ein klassisches Fahrrad und erfüllt auch die komplette Alltagstauglichkeit eines klassischen Fahrrads. Mit dem riesigen Akku, der nicht allzu stark durchgeführten Integration, dem Gepäckträger. Allerdings ist das auch irgendwie der größte Nachteil des Fahrrads. Denn das hier ist ein absoluter Technologieträger. Und Decathlon hätte wirklich komplett crazy sein können mit dem Design, um diesen Motor nochmal ganz anders zu pushen und ganz anders in den Vordergrund zu stellen. Sie haben sich allerdings halt für ein, ja, im Endeffekt langweiliges Design entschieden. Für dieses Projekt, das ist, finde ich, dann schon ein Nachteil. Der zweite Nachteil ist auch, dass durch die Integration hier, die zwar nicht allzu stark ist, aber trotzdem groß genug, dass sich da nicht einfach der Scheinwerfer austauschen lässt oder einfach mal ein anderer Lenker montieren lässt, sondern da muss man dann schon ein bisschen mehr arbeiten. Und der dritte Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist die Verwendung einer Kette anstatt eines Riemens. An eine Kette muss man natürlich regelmäßig ran, um sie zu pflegen. Aber wahrscheinlich war es Decathlon nur mit der Verwendung einer Kette möglich, die Produktionskosten so weit zu senken, dass das Fahrrad für 3.000 Euro erhältlich ist. Insofern also vielleicht auch wieder ein Vorteil? Auf jeden Fall steht jetzt die Frage im Raum, ob das Decathlon LD29E mit dem Uvuro-Motor eine echte Alternative zur Pinion MGU ist. Nein. Nein ist es nicht. Aber das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Das B-Twin LD29E ist das perfekte Beispiel dafür, dass innovative, neuartige Technologien kein Vermögen kosten müssen, wenn man als Kundin oder Kunde bereit ist, ein paar Kompromisse einzugehen. Es ist für alle diejenigen geeignet, die ein schönes, klassisches Fahrrad suchen, mit dem sie fahren können, ohne sich groß anzustrengen, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen und ohne auch ständig rausgucken zu müssen, ob es noch dasteht. Und für alle diejenigen, die auch nicht allzu viel Geld ausgeben können oder wollen. Denn mit 3.000 Euro unterbietet es viele andere Fahrräder mit Mittelmotor und Schaltungsnarbe, die im Endeffekt genau das Gleiche können und genauso gut verarbeitet sind. Also mir hat die Fahrt mit diesem Rad in den letzten Wochen echt Spaß gemacht und ich glaube auch, dass wir diesen Motor noch in einigen anderen Bikes werden sehen können. Aber was haltet ihr jetzt vom Decathlon B-Twin LD29E? Wäre das euer Rad für den Alltag? Was haltet ihr von dieser Motor-Getriebe-Kombination? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.